Ho, 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 moin Leute, frohe Weihnachten im Übrigen, ihr seht, naja, egal. Ich habe mit einem kleinen Trick meine Warmwasserheizkosten sehr stark senken können und möglicherweise ist das auch für dich eine Option. Angefangen hat das alles mit einer Brauchwasser-Wärmepumpe, also eine Wärmepumpe für unser Warmwasser und keine Sorge, das ist natürlich nicht der Trick. Nein, dadurch, dass ich mit Strom mein Warmwasser erzeuge, konnte ich mit diesem kleinen Kasten hier meinen Strombedarf messen. Also vorher hatten wir eine Ölheizung und da konnte ich einfach gar nicht messen, wie viel brauche ich eigentlich für unser Warmwasser. Und dabei ist mir aufgefallen, dass etwas nicht stimmt. So, meine Lösung ist ziemlich spannend, aber es gibt auch ein paar Nachteile und Gefahren, wie zum Beispiel Legionellenbildung, über die man da sprechen muss. Das ist ein potenziell gefährliches Bakterium. Das Ganze läuft jetzt aber schon seit circa einem Jahr und ich habe jetzt auch mal bei uns auf Legionellen geprüft, aber auch nach Lösungen gesucht, um sich davor zu schützen und was allgemein da eigentlich ein Problem ist. Und zu Gast habe ich heute noch Norio und auch Professor Hundhausen. Also wird sehr, sehr spannend. Los geht's. Also ohne Bart ist schon ein bisschen besser, die Mütze hier gefällt mir auch besser, aber okay. Ich habe die Brauchwasser-Wärmepumpe mit einem Installateur bei mir anschließen lassen und dann auch laufen lassen und dann kam das. Ja, mega hoher Stromverbrauch, nur durch die Brauchwasser-Wärmepumpe und zwar circa 6,5 Kilowattstunden am Tag und das ist wirklich saumäßig viel und die sprang echt alle paar Stunden an, auch wenn wir nichts gebraucht haben, also das hat man halt einfach gehört. So, und das hat mich mega stutzig gemacht und dann ging ich erst auf die Suche. Wie gesagt, bei meiner alten Ölheizung ist es gar nicht aufgefallen, weil da hat man es irgendwie einfach so hingenommen und ich konnte ja auch gar nicht sehen, dass das nur fürs Brauchwasser jetzt irgendwie war. So, die Wärmebildkamera, die hat mal wieder geholfen und zwar konnte ich sehen, dass die Wand in der Küche warm war und das hat mich halt schon irgendwie stutzig gemacht, weil ich dachte mir, da gehen ja jetzt irgendwie gar keine großen Leitungen durch und ich heize ja auch gar nicht mehr mit der Ölheizung, also was zum Geier wird da warm? Der Grund, die Zirkulation. So, und was zum Geier ist das jetzt? Naja, einfach gesagt ist das ein System, um einfach sofort warmes Wasser am Hahn zu haben, also aus Komfortgründen, das ist halt einfach ganz nett. Wobei bei Mehrfamilienhäusern ist es, glaube ich, sogar vorgeschrieben, aber dazu erzählt euch Norio noch etwas. So, wie funktioniert jetzt das Ganze? Zieht euch mal dieses Bild hier rein. Unten seht ihr die Heizung mit Warmwassertank und von unten fließt bei Bedarf dann einfach immer kaltes Wasser nach und oben geht dann das warme Wasser zum Wasserhahn. Das wird dann mit den Ausscheidungen dieser Person vermischt und fließt dann über den Abfluss in die Kanalisation. Und die ganze schöne Wärme geht damit auch in den Abfluss. Darum soll es heute zwar nicht gehen, aber bald zeige ich euch auch eine Lösung, wie man sowas zum Beispiel wieder verwerten kann. Also die Wärme, die durch den Abfluss geht. Also Abo nicht vergessen, denn es wird spannend. Okay, aber zurück zum Thema. So, im Normalfall, wenn die Leitung dann eine Weile quasi nicht benutzt wird, kühlt diese dann wieder aus und das Wasser in der Leitung dann auch. Ja, möchte ich dann warmes Wasser am Hahn haben, muss ich das erneut erstmal nachfließen lassen, also Hahn auf, dann kommt es von unten einfach nach. Aber auch die Leitung muss natürlich erstmal erwärmt werden, das kalte Wasser verdrängt werden und das dauert natürlich, also es dauert einfach eine Weile, bis warmes Wasser aus dem Hahn kommt und das kennt ihr, glaube ich, auch die meisten zumindest von euch, je nachdem, wie lang dann die Leitung ist und so weiter. So, und jetzt kommt die Zirkulation ins Spiel. Das ist einfach eine weitere Leitung, sodass das warme Wasser quasi die ganze Zeit zirkulieren kann. Das ist quasi relativ kurz bevor eurem Wasserhahn sozusagen, das seht ihr gar nicht, also eine zweite Leitung. So, und auch wenn ihr nichts verbraucht, dann zirkuliert das die ganze Zeit und das heißt, ich habe eigentlich immer warmes Wasser in dem Kreis. Und das ist eigentlich ganz nett, weil wenn ich dann den Hahn aufmache, dann kann ich immer relativ schnell in einen warmen Abfluss göbeln. Wenn zum Beispiel an der Kita-Tür steht, die in der Nestgruppe, gab es wieder Magen-Darm-Grippe, denn vor kurzem hatten wir das Vergnügen gehabt. Das ist immer wieder schön. Das ist alles so zum Kotzen. So, jetzt wird's aber spannend, denn wir haben ja gar keine Pumpe eingebaut. Also wir haben keine Zirkulationspumpe. Wir haben zwar diese Leitung, aber eigentlich sollte da gar nichts fließen. Also die Zirkulationsleitung war zwar angeschlossen, aber es sollte eigentlich nichts fließen, es tat es aber offensichtlich. Also warum ist das so? Das hat eigentlich einen Grund im Prinzip. Ihr seht jetzt hier zum Beispiel das Bild von den Leitungen, also das ist jetzt wirklich an meiner Heizung, die Zirkulationsleitung und die Warmwasserleitung und so. Und jetzt so die Riesenfrage, warum zirkuliert da überhaupt irgendwas ohne jegliche Pumpe? Und der Grund ist Konvektion. Aber das kann euch ein Physikprofessor wesentlich besser erklären als ich. Also Martin, erklär's uns bitte. Ja, wir demonstrieren diese Zirkulation hier in einem Physikexperiment in der Vorlesung. Und da sehe ich, wenn ich auf der einen Seite das Wasser heiß mache, hier mit dem Bunsenbrenner, dann nimmt die Dichte dort ab und dadurch steigt dann das Wasser dort hoch. Und wir haben oben Tinte reingefüllt und die Tinte wird durch die Strömung, dadurch wird das sichtbar, dann auf die rechte Seite gebracht. Da ist es ja kälter und damit treibt sich da, wird das Wasser da runtergetrieben. Und so funktioniert eine Zirkulationsleitung ohne
eine Pumpe dann auch in einem Haus. Okay, danke schön. Und jetzt wollen wir natürlich den Komfort der Zirkulation super gerne behalten, also sofort warmes Wasser haben, ohne lange warten zu müssen. Denn bei uns sind die Leitungen auch relativ lang. Aber gleichzeitig will ich auch nichts verbrauchen. Das ist jetzt meine Idee gewesen. Ich mache es einfach smart. Und dazu habe ich diese Pumpe, wie ihr hier seht, und ein magnetisches Ventil eingebaut. Also ich kann jetzt quasi mit diesem kleinen Shelly, das ist so ein Mikrocontroller, den kann ich über WLAN steuern, die kann man überall kaufen. Da kann ich das Magnetventil quasi steuern, also ein- und ausschalten. Und im ausgeschalteten Zustand, also im Normalzustand, ist es zu und sperrt halt quasi. Also beides kann ich jetzt per Smart Home schalten, also zum Beispiel per Sprachsteuerung. Ja, ich kann jetzt zum Beispiel vor dem Duschen sagen, Alexa, Zirkulation an. Dann läuft die Pumpe los, das Magnetventil macht auf und dann circa 10 bis 20 Sekunden habt ihr direkt warmes Wasser am Hahn. Und zwar ohne, dass irgendetwas geflossen ist. Ja, das ist zum Beispiel sehr praktisch, wenn man irgendwie unten ist bei uns, also auf der unteren Etage, dann sage ich das, geh hoch und wenn ich oben ankomme, ist das Wasser warm. Oder ich warte dann halt noch die 10 Sekunden. Das geht halt auch, aber ich muss dann nicht irgendwie da rumstehen und das Wasser fließen lassen. Die Zirkulationsleitung abbauen kann man leider auch nicht so einfach, weil ich da eine tote Leitung habe und da ist dann zum Beispiel so ein bakterielles Hygieneproblem besonders schlimm. Also das darf man tatsächlich nicht so einfach machen. Und bei uns müsste ich die Wände rausreißen, um diese Leitung zu entfernen und das oder aufmachen. Das wäre natürlich total blöd. So, und ihr seht jetzt hier, das Ganze klappt wirklich gut. Ja? Der Verbrauch unserer Hauswasser-Wärmepumpe hat sich jetzt auf ca. 2,5 Kilowattstunden reduziert. Also von 6,5 Kilowattstunden auf 2,5 Kilowattstunden. Das ist mehr als eine Halbierung. Ja, was heißt das jetzt in Geld? Naja, rechnen wir mal aus. Es sind ja ca. 4 Kilowattstunden am Tag weniger Strom, die ich verbrauche. Also 1460 Kilowattstunden im Jahr weniger. Und wenn wir die jetzt mit 30 Cent annehmen, dann sind das mal immerhin ungefähr 400 Euro. Mit einer Ölheizung wären das ca. 1,4 Liter Öl mehr am Tag. Also 511 Liter Öl bei ca. 1 Euro pro Liter. Dann bin ich halt auch bei 511 Euro ungefähr im Jahr dafür, für den Quatsch. Okay, aber so ein Magnetventil zum Beispiel ist relativ teuer. Und wir müssen auch gleich über die Hygiene sprechen, das tun wir auch. Es muss nicht unbedingt ein Magnetventil sein, denn das kostet natürlich ein paar Euro. Ein sogenanntes Thermosiphon oder eine Schwerkraftbremse, die tun es im Prinzip auch. Ein Thermosiphon ist quasi einfach nur eine größere Schleife, die in der Leitung eingebaut wird und das reduziert das Problem ebenfalls. Hier gibt es ein paar gute Infos dazu, also wie man das richtig macht und so weiter, an welcher Stelle und so. Das solltet ihr euch kurz durchlesen, falls ihr sowas planen solltet. Richtig dicht wird es aber eigentlich nur mit dem Magnetventil und das ist halt auch, wie gesagt, super steuerbar. Ich komme jetzt aber auch einfach aus dieser Mikrocontroller-Richtung, also deswegen ist das wahrscheinlich, liegt mir das so ein bisschen im Blut. Die anderen Optionen funktionieren genauso, die wollte ich euch auch nennen, damit ihr das dann selber entscheiden könnt. So, und jetzt gibt es aber natürlich, wie ich gesagt habe, auch ein großes Problem mit dieser Lösung. Und zwar besteht nun die erhöhte Gefahr, dass sich Bakterien zum Beispiel durch so gefährliche Legionellen irgendwie bilden können. Einfach weil das Wasser nicht mehr so oft zirkuliert und auch weil es kühler wird. Und Bakterien haben ja zum Beispiel so 25 bis 40 Grad oder so besonders gerne. So, dazu kommen wir jetzt. Kurze Info, bevor es weitergeht, bald erscheint von uns ein weiteres Wasserstoffzerstörungsvideo, in dem wir die deutsche Wasserstoffstrategie und die teils sehr super realistischen Vorstellungen der Parteien zerlegen werden. Also Abo nicht vergessen, um das nicht zu verpassen. Das war viel Arbeit jetzt, aber es wird ziemlich cool, fand ich. Also auch mehr cool im interessanten Sinne. Okay, aber was sind jetzt eigentlich diese Legionellen und warum sind die in diesem Zusammenhang so spannend? Das sind Bakterien, die sich in der Trinkwasserleitung bilden können und dann über die Dusche beispielsweise den Sprühnebel, also es ist immer das, das atmet man ein, man trinkt die nicht. Und die können dann in einigen Fällen schwere Lungenentzündungen auslösen. Das ist wirklich nicht schön. Das geschieht besonders in großen Mehrfamilienhäusern oder Hotels, quasi wo ich immer irgendwie lange Wasserleitungen habe, die nicht besonders oft benutzt werden und je länger, desto schlimmer quasi auch. Ja? Aber auch Luftbefeuchter sind eine mögliche Quelle und hier scheint es ein ernstes Problem zu geben, da es nur sehr wenig Luftbefeuchter gibt, die nicht anfällig sind für so ein Legionellenwachstum oder an sich Bakterienwachstum. Die einzigen, die hier anscheinend sicher sind oder nur ein Teil davon, das sind welche, die es über eine große Oberfläche ohne Erwärmung des Wassers machen und das sind sogenannte Verdunster. Ja, hier seht ihr das irgendwie richtig tief einatmen, ne? Also es ist halt, hier habt ihr eine wirklich erhöhte Gefahr. Natürlich kann das aber auch in Einfamilienhäusern auftreten und es gibt die Möglichkeit, das Problem zu reduzieren, dazu aber gleich mehr. Erstmal checken wir, ob ich bei uns hier Legionellen durch meine gesteuerte Zirkulationsleitung verursacht habe. Das wollte ich jetzt schon wissen, weil das fand ich interessant.
Und es ist natürlich auch wichtig, sowas zu wissen, damit man nicht irgendeine Gefährdung hat. Dafür habe ich einen Test gemacht. Link findet ihr in der Beschreibung. Es hat mich jetzt 50 Euro gekostet. Also als ganz normaler Kunde natürlich. War auch ganz easy. Man bekommt dann halt quasi so ein Päckchen mit einem kleinen Fläschchen drin und muss dann ein bisschen Wasser aus einer Dusche einfüllen und dann einschicken. Und so 1 bis 2 Wochen später bekommt man das Ergebnis. Und ich habe bei uns jetzt extra eine Dusche gewählt, die wirklich wenig verwendet wird und wo die Gefahr jetzt hier besonders groß ist oder wo ich die halt als besonders groß einschätzen würde. Was war das Ergebnis? Das seht ihr hier. Ja, also es war sehr, sehr gut. Wir sind total am untersten Level. Also anscheinend ist bei uns wirklich absolut gar nichts passiert. Ich erkläre auch gleich noch, wie gesagt, welche Maßnahmen ich jetzt hier persönlich ergreife, damit das nicht passiert. Trotzdem heißt das nicht, dass da nicht noch was passieren kann. Und deswegen werde ich in 6 bis 12 Monaten nochmal einen Test machen und den werde ich euch natürlich nicht vorenthalten. Auch spannend, ob es sich im Laufe der Zeit verändert, also ob es zum Beispiel mehr wird oder gleich bleibt. Aber wie gesagt, das Risiko sollte man jetzt gar nicht erst eingehen. Aber testen fand ich jetzt super angenehm, weil ich weiß jetzt, wir haben hier kein Problem. Okay, welche Optionen habe ich denn jetzt eigentlich, um das Ganze am Ende zu verbessern? Dazu kommen wir jetzt. Also was wichtig zu wissen ist, das Problem Legionellen betrifft nicht nur die von mir vorgestellte Lösung, sondern es ist ein generelles Problem von Wasserleitung und auch ganz besonders von Dingen wie Luftbefeuchtern. Ja, ich hatte euch da einen Link, schaut es euch wirklich bitte nochmal an. Da sind echt viele richtig, richtig schlimm und das sind richtige Keimschleudern. Also kann man wirklich nur von abraten. Und laut des Deutschen Fachverbandes für Luft- und Wasserhygiene sind bis zu 20% aller Trinkwasserinstallationen mit einer unzulässig hohen Konzentration an Legionellen belastet. Also das hat mich jetzt schon überrascht, es scheint also schon irgendwie echt ein Problem zu sein. Gut, gut, aber was kann ich jetzt eigentlich dagegen tun? Tatsächlich relativ wenig, was man eigentlich so in den Wasserleitungen haben will. Also ich will jetzt nicht irgendwelche Desinfektionsmittel da reinkippen oder so. Mir sind aber 4 Möglichkeiten oder Faktoren bekannt, mit denen ich die Gefahr zumindest verringern kann. Der erste Faktor, Temperatur. Ja, ihr seht hier die Temperaturskala und ihr könnt sehen, sicher abtöten kann ich die eigentlich erst ab 70 Grad. Und was die Temperaturen angeht, so findet man wirklich sehr unterschiedliche Angaben im Internet. Da steht teilweise von 55 bis 70 Grad. Alles dabei. Aber laut dieser Studie hier können sich die Viecher auch noch zwischen 50 bis 60 Grad vermehren und das ist also anscheinend ein echt ekliges Zeug. Also erst ab 70 Grad in der Leitung sterben die Viecher und zwar überall wirklich sicher. Und das Problem ist, wenn euer Warmwasserboiler auf 70 Grad eingestellt ist, dann heißt das noch lange nicht, dass diese Temperatur auch in der Leitung erreicht wird, denn es kühlt ja ab über dem Lauf. So, also auch das ist keine 100% Sicherheit. Zudem gibt es noch ein Problem und zwar Kalk. Bei so hohen Temperaturen, also wenn ich so meine Heizung auf so hohe Temperaturen schalte, dann entstehen starke Kalkablagerungen und die können die Lebensdauer der Heizung bzw. der Leitung natürlich stark verringern. Eine andere Möglichkeit ist es, die Heizung zum Beispiel automatisiert auf 70 Grad zu schalten und zwar regelmäßig und dann das Wasser, wie gesagt, regelmäßig hochzuschalten und dann die Zirkulation für zum Beispiel 30 Minuten anzuschalten. Ob das wirklich reicht, weiß ich nicht, ist schwer zu sagen. Das ist zumindest ein Teil dessen, was ich persönlich hier bei uns tue. Ob das ausreichend ist, weiß ich aber nicht. Denn letztlich wisst ihr nicht, welche Temperaturen in den Leitungen am Ende erreicht werden. Der zweite Punkt, das sind Legionellenfilter. Das sind quasi Filter, die ihr als Duschkopf oder Aufsatz kaufen könnt. Und das scheint eine relativ sichere Option zu sein, aber das ist scheiß teuer. Das blöde Ding hier hat nämlich 100 Euro gekostet und ganz ehrlich, ein guter Duschkopf ist das nicht. Das ist alles aus Kunststoff und ich habe auch große Zweifel, dass der sehr lange hält. Zudem muss man diese Filter regelmäßig wechseln, was jedes Mal 50 Euro kostet. Also das für einen Filter ist es schon sehr ordentlich, finde ich. Möglicherweise, wenn mehr Leute das machen, wird es auch günstiger, kann ich nicht sagen. Aber im Moment ist das eine sehr teure, aber zumindest sichere Lösung. Der dritte Punkt, Durchfluss. Also tatsächlich ist es auch wichtig, dass die Leitungen regelmäßig verwendet werden, denn dann entspannt sich das Problem auch. Kurze Leitungen und relativ regelmäßiger Durchfluss reduzieren das Problem deutlich. Allerdings ist es schwer zu quantifizieren. Also bei uns zum Beispiel sind die Leitungen mit 2 kleinen Kids natürlich ordentlich in Gebrauch, weil die Jungs sich ständig dreckig machen und so. Da läuft die Dusche immer am Dauerfeuer. Das wird sicherlich auch ein Grund gewesen sein, warum unser Testergebnis zum Beispiel sehr gut ausgefallen ist. Regelmäßiges Testen ist der letzte Punkt. Und auch das trägt selbstverständlich zur Sicherheit bei. Denn ob ihr bereits ein Problem habt oder nicht, wisst ihr eigentlich erst nach so einem Test. Also testet es doch einfach mal, wenn ihr da Angst habt. Link, wie gesagt, ist unten in der Beschreibung. Also macht es einfach mal, wenn ihr möchtet. Da könnt ihr zumindest mal den Ist-Zustand feststellen. Und wenn eure Belastung zu hoch ist, dann könnt ihr entsprechend auch etwas unternehmen. Und ich muss schon sagen, dass mich das Ergebnis schon sehr beruhigt hat. Also das war jetzt irgendwo, wo ich dann sagen konnte, okay, bei uns ist kein Problem da. Letztlich braucht ihr aber am besten eine Kombination aus all diesen Dingen und am wichtigsten Verzicht auf Luftbefeuchter, denn das scheint jetzt wirklich übel zu sein. Oder hier auf gute Verdunstungsgeräte gehen,
Könnt ihr bei Stiftung Warentest mal nachlesen, die hatten das eigentlich ganz gut dargestellt. Und nochmal, das Problem besteht generell und ist nicht nur ein Problem der von mir vorgestellten Lösung, also hier sollte man generell etwas tun und auch vorsichtig sein. Für Mehrfamilienhäuser und größere Häuser ist das Ganze noch viel komplizierter und hier wird euch Norio noch ein bisschen was zu erzählen. Die genauen Rahmen zum Legionellenschutz sind klar geregelt. Allerdings ist es nicht leicht, hier den Durchblick zu bekommen. Daher haben wir mehrfach beim Umweltbundesamt angerufen und mit dem zuständigen Experten darüber gesprochen. Mehrfach, da wir wirklich sicher gehen wollten, dass der Sachverhalt zu 100% korrekt dargestellt wird. Die wichtigste Unterscheidung ist zwischen der Begrifflichkeit Kleinanlage und Großanlage. Einfamilienhäuser gelten grundsätzlich als Kleinanlagen. Hier ist der Besitzer für die Hygiene und Prüfung selbst verantwortlich. Bei anderen Gebäuden hingegen kommt es gemäß Blatt W551 auf das Speicher- und Leitungsvolumen an. Ab einem Speichervolumen von 400 Liter und oder 3 Liter Leitungsvolumen vom Trinkwassererwärmer bis hin zur Entnahmequelle spricht man von einer Großanlage. Zusätzlich gilt ein System als Großanlage, wenn es sich um ein Altersheim, Hotel, Krankenhaus, Schwimmbad oder anderen Gebäuden mit öffentlicher Nutzung handelt. Bei sogenannten Großanlagen gibt es klare Regelungen und Grenzwerte, die gesetzlich festgelegt sind. Erlaubt ist in Großanlagen das Deaktivieren der Zirkulationspumpe für maximal 8 Stunden pro Tag. Und auch bezüglich der Wassertemperatur gibt es Richtlinien, die im Rahmen von W551 festgelegt sind. Der Grund für diese enge Regelung ohne Kompromisse ist, dass ein Mittelweg gefunden werden musste. In einem Hotel beispielsweise kann es sein, dass ein Zimmer sehr lange leer steht. Die Leitungen zu diesem Zimmer ruhen, Legionellen könnten sich ungestört vermehren. Eine Zirkulation sorgt für einen ordentlichen Wasserwechsel. Hierdurch wird nicht nur ein kleiner Teil des Leitungswassers ausgetauscht, sondern alles umwälzt. Wir würden allgemein auch in Privathaushalten daher die 8-Stunden-Regel empfehlen. Denn selbst hierdurch könnten schon bis zu 35% der Wärmeverluste eingespart werden. Wie genau? Das haben wir in unserem Video auf dem Kanal Norio ausführlich erklärt. Eine Schlüsselrolle bei der Maximierung der Einsparung spielt dieses Bauteil. Interessanter Punkt ist auch noch der folgende, den ich auch noch kurz diskutieren möchte. Wenn die Zirkulationsleitungen innerhalb des Hauses liegen und die Innenwände damit erwärmen, sind es dann überhaupt Verluste? Weil ich erwärme ja damit meine Wände und damit heize ich ja eigentlich. Also quasi irgendwas, was ich möglicherweise sowieso will. Dann geht ja die Wärme quasi nicht verloren. Also dann muss man jetzt sagen, da kommt es so ein bisschen darauf an. Das erste ist, im Sommer möchte ich gar nicht heizen und schon gar nicht irgendwie meine Innenwände. Also da in dem Fall würde ich sagen, sind es definitiv Verluste. Möglicherweise muss ich dann sogar noch gegenkühlen. Also das wäre sehr verheerend. Im Winter kommt es jetzt darauf an, welche Wände und Räume. Bei uns geht zum Beispiel viel Leitung durch den Keller, aber auch ein Teil durch die nicht isolierte Außenwand. In dem Fall kann man sicherlich von Verlusten sprechen, weil zumindest ein Teil der Wärme dann auch nach außen gehen wird einfach. Der nächste Punkt ist, welche Temperatur? Heizt die Brauchwasserwärmepumpe die Wände zum Beispiel mit 55 bis 70 Grad heißem Wasser auf, dann hat das natürlich einen viel schlechteren Wirkungsgrad als zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie meine Klimaanlage nehme, die dann vielleicht irgendwie bei 40, 45 Grad oder sowas das Teil aufheizt, also die Wärmetauscher. Ne, die fahren halt wesentlich geringere Temperaturen und hiermit verliere ich wirklich echten Wirkungsgrad und damit auch Energie. Also so ein bisschen nochmal, um das nochmal konkreter darzustellen, wo da die Probleme sind. Okay, so viel dazu. Ich hoffe, es hat dir geholfen. Und von solchen Tipps habe ich natürlich noch jede Menge. Also wenn ihr dabei bleiben wollt, Abo nicht vergessen. Und dann bis dahin sage ich bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao.